Gemeinde stellt sich hinter Latzel im Streit um die Predigt des Bremer Pastors. Olaf Latzel hat sich seine Gemeinde nun hinter ihn gestellt. Die Medien hätten seine Worte verkürzt dargestellt, kritisierte der Vorstand am Sonntag in einer Stellungnahme. Die Predigt, die Latzel vor zwei Wochen gehalten hat, richte sich nicht gegen andere Religionen, teilte die St. Martini-Gemeinde in Bremen am Sonntag mit. Die Kirche wende sich gegen jede Form der Verfolgung oder Einschränkung des Glaubens, gleich welcher Religion. Latzel halte seine Predigten überwiegend frei. Es sei nicht seine Absicht gewesen, andere Glaubensrichtungen zu verunglimpfen. Sollten einige seiner Formulierungen die religiösen Gefühle anderer verletzt haben, so tut uns dieses leid und wir bitten auch im Namen von Pastor Latzel hierfür um Entschuldigung, erklärte die Gemeinde. Der Gott der Bibel könne allerdings nicht der Gott des Korans sein. Das gehe aus den Schriften hervor. Deshalb seien gemeinsame Gottesdienste oder Gebete mit Imamen und Vertretern anderer Religionen nicht möglich. Auch Glücksbringer, Buddha-Statuen oder Reliquienverehrung gehören nicht zum evangelischen Christsein, schreibt die Gemeinde. Außerdem kritisiert der Vorstand die Bremer Medien, wichtige Passagen der Predigt, in denen Latzel zu einem Miteinander der Religionen aufrufe, seien fast vollständig ausgeblendet worden. Olaf Latzel hatte sich in einer Predigt am 18. Januar gegen Religionsvermischung ausgesprochen und dabei von katholischem Reliquiendreck und Blödsinn im Zusammenhang mit dem muslimischen Zuckerfest gesprochen. Stimmen aus Medien und Politik bezeichneten ihn daraufhin als Hassprediger. Die evangelische Kirche in Bremen entschuldige sich in einer Stellungnahme bei den muslimischen, buddhistischen und katholischen Gesprächspartnern sowie allen Bremerinnen und Bremern, die durch Herrn Pastor Latzel diskriminiert und in ihren religiösen Gefühlen und Wertvorstellungen oder liturgischen Traditionen beleidigt wurden. Der Pastor selbst betonte hingegen, er stehe zu seinen Worten.